Hallo, ich bin Konrad Rennert und möchte Ihnen in diesem Video die Datenbankfunktion in Excel näher bringen. Mit den Datenbankfunktionen kann man aus einem größeren Datenbestand, einer Datenbank könnte man auch dazu sagen, also einer Liste, die gleichartig strukturierte Daten enthält, da kann man Kriterien anwenden, um bestimmte Funktionen dann auszuführen. Zum Beispiel die Summe zu bilden oder den Durchschnitt, den Mittelwert. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet, das möchte ich Ihnen zeigen, damit man sich was vorstellen kann, bevor ich dann von vorn anfange. Sie sehen hier, da steht schon eine Funktion db_summe. Wenn ich hier oben hinklicke, dann sehen wir, wo die Argumente herkommen. Hier ist der Bereich, wo die Daten stehen. Da ist ein Bereich grün markiert, das ist also das Datenbankfeld, was verwendet wird, um zum Beispiel hier die Summe zu bilden. Und dann sehen wir hier oben noch den Kriterienbereich. Da werden die Kriterien abgelegt, die berücksichtigt werden sollen, um diese Berechnung durchzuführen. Im Augenblick lauten die Kriterien, dass aus dem zweiten und dritten Quartal die nicht bargezahlten Beträge zusammengefasst werden sollen. Also hier steht größer gleich 1.4.2010 und kleiner 1.10.2010. Das steht in einer Zeile, das heißt, das ist unverknüpft. Was untereinander steht, hier ist das jetzt nicht der Fall, das ist oder verknüpft. Und hier steht jetzt kleiner größer bar, man könnte auch sagen nicht bar gezahlt oder unbar gezahlt. Ich breche das jetzt mal ab, wir sehen, im Augenblick steht hier als Ergebnis für diese zwei Quartale, zweite und dritte Quartal 2010, nicht bare Zahlung 774. Wenn ich ein Kriterium lösche, dann haben wir hier schon einen höheren Betrag. Jetzt sind nämlich auch die bar gezahlten Beträge eingeflossen. Und wenn ich hier auch die verbliebenen beiden unverknüpften Kriterien lösche, dann habe ich den gleichen Betrag, als wenn ich hier einfach die ganze Spalte brutto addiert hätte. Dass das so ist, sehen wir hier unten in der Statuszeile hier rechts unten. Ich will das Ganze jetzt nochmal von vorn beginnen lassen. Ich lösche also auch die Funktion hier und zeige, wie man diese aufbaut und wo man sie findet. Ich stehe also jetzt an der Stelle, wo ich die db_summe einbauen möchte, also unter dieser Überschrift, gehe dann hier vorn auf Funktion einfügen, hätte ich auch hier machen können, und da hat man die Möglichkeit, Kategorien auszuwählen. Sie sehen die Kategorien, die oben in der Multifunktionsleiste auftauchen, die haben wir hier auch, aber hier steht dann eben zusätzlich auch noch die Datenbank. Alle Funktionen, die mit db anfangen, und das sind diese hier alle aus der Kategorie Datenbank, die benötigen drei Argumente. Sie sehen das hier, Datenbank, Datenbankfeld und Suchkriterien. Das sind die drei Argumente, die wir da benötigen. Ich führe das jetzt aus an dem Beispiel der Datenbanksumme. Summiert Zahlen, die in einer Datenbank abgelegt sind. Ich gehe dann auf OK. Und bekomme dann diesen Dialog. Und da muss ich dann im ersten Schritt sagen, wo ist die Datenbank? Habe ich ja eben schon gesagt und gezeigt. Das sind also diese Daten hier, meine 65 Zeilen. Wenn ich da ein paar Zeilen noch mehr markiere, falls da noch Daten ergänzt werden, macht das auch nichts. Das erhöht ja nicht die Summe. Ich habe jetzt die Datenbank angegeben, das heißt, wo die Daten stehen. Jetzt gebe ich das Datenbankfeld an. Da hatte ich ja eben schon gesagt, das ist die Spalte Brutto. Ich habe darauf geklickt. Das wird auch hier gezeigt, dass ich Brutto gewählt habe. Hier steht die Zelladresse. Und die Suchkriterien habe ich auch schon gezeigt. Das ist hier oben der Bereich, wo ich da Kriterien eingebe. Den Lieferant habe ich jetzt nicht mitmarkiert, weil ich will auch keine Kriterien eintragen, kann ich auch darauf verzichten. Wir sehen, jetzt steht auch schon 2656 hier, weil es ja
keine Kriterien gibt, werden alle Bruttobeträge natürlich zusammengefasst. Ich klicke dann mal auf OK und kann jetzt die Kriterien eingeben, zum Beispiel die bar gezahlten Beträge, einfach dadurch, dass ich unter Zahlungsart bar eintrage. Da gibt es dann 1027,38. Wenn ich jetzt nur die bar gezahlten aus dem ersten Quartal haben möchte, dann kann ich hier hinschreiben, größer gleich, 1.1.2010. Da ändert sich jetzt noch nichts dran, weil die fangen alle nach dem 01.01.2010 an. Jetzt möchte ich aber nur das erste Quartal haben. Dann schreibe ich hier hin, kleiner 01.04.2010. Wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann sehen wir, dann ist das also hier schon weniger geworden. Das sind also jetzt die bar gezahlten Beträge aus dem ersten Quartal. Ich möchte das mit den statistischen Datenbankfunktionen noch ein bisschen erweitern. Damit nicht so viel Zeit verloren geht, habe ich die weiteren Funktionen schon hier hingeschrieben. Mittelwert, Maximum, Minimum, Anzahl, Anzahl 2, das kennen wir ja schon. Und wenn da noch ein DB davor steht, heißt das, dass wir hier immer drei Argumente benötigen. Wo kommen die Daten her? Welches ist das Datenbankfeld? Und wo stehen die Kriterien? Bei den Kriterien sehen wir, da habe ich hier gegenüber eben noch den Lieferanten hinzugenommen. Das hat hier bei der Summe nichts geändert, auch noch nicht bei den anderen Funktionen. Das wird später benötigt, wenn ich das noch erweitere, was bisher hier schon zu sehen ist. Wichtig ist, dass man den Unterschied zwischen DB-Anzahl und DB-Anzahl 2 erkennt. Hier steht ja in beiden Fällen noch eine 3. Ich will mal zeigen, was das ausmacht, wenn ich hier bei einem dieser betroffenen Werte statt der 60, das ist ja ein bar bezahlter Beleg, wenn ich da ein X reinschreibe, dann sehen wir, die Summe, Mittelwert, Max und Min haben sich geändert, weil die 60 sind ja jetzt rausgefallen. Bei DB-Anzahl 2 steht immer noch die 3, aber hier ist es ja jetzt ein numerischer Wert weniger, also steht bei DB-Anzahl nur noch die 2 statt der 3. Schreibe wieder die 60 dahin und dann ist das auch wieder so, wie es vorher war. Jetzt komme ich zu dem Lieferanten. Ich möchte diese Aufstellung, so wie ich sie hier jetzt für das erste Quartal für die Barzahlung habe, so möchte ich das jetzt für alle Lieferanten haben. Da gibt es die Möglichkeit, eine Tabelle aufzubauen, eine Mehrfachoperation, so hieß das früher. Und da brauche ich zunächst mal alle Lieferanten. Sie sehen, ich markiere das hier und nehme dann die Unikarte, also ich kopiere diesen Bereich. Da ist er. Und den setze ich dann erstmal hier ein. Und jetzt habe ich das gleiche wie hier in dem Datenbankbereich, aber ich brauche ja nur die Unikarte. Gehe also zum Register Daten und wähle dort Duplikate entfernen. Und da brauche ich also jetzt nur noch alles einfach. Klicke auf OK. Da bleiben jetzt 18 eindeutige Werte übrig. Weshalb hier der Schäfer oben steht, das erschließt sich mir nicht. Aber ich will das mal sortieren. A nach Z. Ja, jetzt sieht das auch schon besser aus. Den Lieferanten brauche ich nicht. Ich brauche nur die Firmen selbst, die geliefert haben. So, jetzt haben wir also alle vorkommenden Lieferanten hier stehen. Und jetzt möchte ich, dass in diesem Bereich hier die statistischen Datenbankfunktionen für jeden dieser Lieferanten eingesetzt werden. Das geht so, dass ich jetzt gleich in dem Dialog diese Stelle hier auswähle, um da scheinbar jeden Lieferant einzeln einzusetzen. Die werden nicht wirklich hier oben hingeschrieben, aber es wird so getan, als ob, und das Ergebnis, was daneben steht, das ist auch dementsprechend. Dazu markiere ich jetzt die Zeile mit den DB-Funktionen und zusätzlich noch
die Lieferanten, für die ich dieses machen möchte. Das sind in diesem Fall alle, aber ich hätte auch einige weglassen können. Dann gehe ich hier zur Was-wäre-wenn-Analyse und wähle die Datentabelle und die Werte aus Spalte. Also damit ist diese Spalte hier gemeint, wo die Lieferanten stehen. Die soll hier als Wert nach für nach bei den Kriterien eingesetzt werden. Das geschieht jetzt automatisch und ganz schnell, wenn ich auf OK klicke. Und da sehen wir, es gibt im Augenblick nur 3 Einträge, weil das bezieht sich ja immer noch auf die Barzahlungen im ersten Quartal. Wenn ich jetzt das erste Quartal nicht mehr haben möchte, sondern das ganze Jahr nur die Barzahlungen, dann sehen wir, dann sind das schon mehr Werte, die hier eingetragen sind. Da, wo keine Barzahlungen vorliegen, steht hier Division durch 0 beim Mittelwert, weil dann wird er durch 0 geteilt. Weil es wird durch die Anzahl geteilt und die steht hier hinten mit 0. Ich will jetzt noch die Spaltenbreite ein bisschen erhöhen. So, wir sehen also, die bargezahlten Beträge sind 1027,38 und hier oben haben wir also dann das Ergebnis der Funktion für alle Einträge und das teilt sich dann hier unten auf diese auf. Wenn ich jetzt die gesamten Zahlungen haben möchte, dann habe ich jetzt hier alles rausgelöscht und jetzt sehe ich also pro Lieferant das, was im ganzen Jahr gelaufen ist, unabhängig ob bar oder nicht bar. Das ist also hier so, dass jetzt nur noch das Lieferantenkriterium gilt. Das, was also hier steht, wie gesagt, ist für alle und so teilt sich das dann auf die einzelnen Lieferanten auf. So etwas Ähnliches kann man natürlich auch mit Pivot-Tabellen machen, aber hier wollen wir jetzt noch sehen, wenn ich jetzt die Nichtbarzahlung haben möchte, schreibe ich jetzt ungleichbar dahin, dann sehen wir, da ist also jetzt die Komplementärmenge zu sehen zu den Barzahlungen. Wenn ich das hier also nochmal ändere, mache also das Ungleichzeichen weg, dann sehen wir, das ist so. Wir haben also damit gesehen, dass mit den Datenbankfunktionen gut möglich ist, dass man solche komplexen Kriterien einsetzt. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel für den Anfang, aber das reicht aus, um sich da auch noch selbst Komplexeres mit dem eigenen Datenbestand zu überlegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.